Saalmusik ausdrehen.
Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer Bechakcha Night unter ganz verschiedenen, besonderen Vorzeichen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle trotz des Gruß des Sommers, der uns ereilt hat, hier bei uns sind. Ich darf auch die Damen und Herren auf den Empfangsgeräten, wo auch immer, muss man heutzutage sagen, zu Hause gilt ja nicht nur, sagen und freue mich, dass Sie da sind. Es ist heute die 53. Bechakcha Night Salzburg und Bechakcha ist eine, wird geleitet von der Kommunikationsagentur jennycolombo.com. Das sind Bernhard Jenny und Christina Colombo, das sind die offiziellen Bechakcha Night Salzburg Organizer und die machen das in Kooperation mit der AG Salzburg, dem AG Beisel und seit der Pandemie, ein kleiner positiver Effekt der Sache auch, in Kooperation mit FS1. Sie werden sich schon wundern, warum jetzt diese Moderation hier von mir gemacht wird. Stichwort Pandemie. Es hat auch meinen Vater der Virus erwischt und es macht es ihm unmöglich, heute hier zu sein, weil ich es heute schon mehrfach gefragt worden bin. Ja, er ist krank, aber ja, es geht ihm gut. Also man muss sich keine Sorgen machen, aber er kann heute nicht hier sein. Er sendet seine besten Wünsche, seine besten Grüße und wünscht uns allen einen schönen Abend. Es gibt auch noch ein weiteres Special heute Abend. Es ist keine Bechakcha im normalen Format. Es gibt einen besonderen Anlass. Dazu nachher mehr, aber deshalb vorne hinweg möchte ich unsere Ehrengäste begrüßen und begrüße als allererstes den Landeshauptmann, Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn. Und den Herrn Mario Lindelbauer. Der ist nicht da. Dann noch einmal Herr Dr. Heinrich Schellhorn, danke fürs Dasein. Dann höre ich hiermit auf und dann geht es auch schon weiter mit meiner Zweitrolle heute, sprich ein bisschen Musik. Thank you.
Vielen Dank. Wir starten nun mit unserem üblichen Intro und mit dieser üblichen Frage, was ist das überhaupt? Pechakucha, Pechakcha, Sie müssen mir verzeihen, ich bin selbst etwas faul in der Aussprache. Ich gehe immer auf Pechakucha, weil es schneller geht. Dazu nachher mehr. Es ist eine sogenannte Eventmarke, erfunden von dem Architekturbüro Mark Klein und Vornamen habe ich nicht vergessen, aber Mark und Deitem, so heißen die. Es ist ein Architekturbüro in Japan, daher auch der japanische Name, was so viel heißt wie wildes Geplaudere oder Stimmengewirr. Es steht da dieser Titel, Because Architects Talk Too Much. Das ist, weil es aus einem Architekturbüro kommt. Ich habe immer so den Verdacht, dass alle Menschen, wenn sie einen Vortrag halten, ein bisschen dazu neigen, mit Inhalt ein bisschen über das Ziel hinauszuschießen. Die Idee genügt oft, wenn man die gut vermittelt. Es entstand die Idee, nachdem diese Architekten gerne viel über ihre Gebäude gesprochen haben, das Format einzuschränken auf 20 Folien, 20 Sekunden, die automatisiert durchlaufen. Und aus diesem Format ist ein Selbstläufer geworden und die Leute haben begonnen, sich so verschiedenste Themen näher zu bringen. In vielen Städten ist das immer noch ein von der Architektur sehr belastetes oder in Anspruch genommenes Thema. In den meisten Städten hat es sich aber jetzt auch geöffnet und normalerweise haben wir ja auch hier den Anspruch oder auch das Konzept, dass man sich das Thema frei aussuchen darf. Wie gesagt, das einzig Wichtige ist 20 Folien pro Folie, 20 Sekunden. Seit 2009 ist Salzburg dabei als die 204. Pechakucha City, sage ich. Pechakucha City wäre richtig. Und der Untertitel, um den wir das gestartet haben, war, um kreatives Potenzial sichtbar zu machen. Weltweit gibt es inzwischen über 1200 Pechakucha Cities, wo dann diese Nights stattfinden. So, weil schon gelacht wird, danke dafür. Ich mag das immer gerne. Pechakucha, da steht's. Es ist ganz einfach, sagt mein Vater immer. Das U wird weggelassen, es wird zusammengeführt und dann ist das leichte Wort Pechakucha schon kreiert und man kann das ganz einfach aussprechen. Gut, das ist unser Format, das ist der Abend, unter dem wir unsere Veranstaltungen abhalten. Für das spezielle Format heute Abend darf ich jetzt die Frau Eva Kellner auf die Bühne bitten. Sie wird uns erklären, was heute so speziell ist. Ja, danke. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal gehört, kreatives Potenzial sichtbar machen und ich glaube, das gelingt heute auch in diesem Spezialformat. Und zwar sind wir heute von der Agenda 21 Salzburg zu Gast in der Arge. Jetzt ist einmal zuerst die Frage Agenda 21, was verbirgt sich da dahinter? Es ist nichts Geringeres als die große Frage, was ist zu tun im 21. Jahrhundert, damit wir uns als Menschen zukunftsfähig und enkeltauglich entwickeln. Und mit dieser großen Leitfrage erarbeiten im Rahmen vom Agenda 21-Programm die Salzburger Gemeinden gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern in einem breit angelegten Beteiligungsprozess Zukunftsperspektiven für die lebenswerte Gestaltung ihrer Gemeinden. Das passiert eben mit den Bürgern gemeinsam. Und was dabei rauskommt, ist einerseits immer ein Zukunftsprofil und andererseits ganz konkrete Projektideen. Unterstützt werden die Gemeinden vom SIR, vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen, im Auftrag vom Land Salzburg, von der Umweltabteilung unter dem Ressort Schellhorn. Und darum ist es uns immer ganz eine besondere Freude, dass sich der Herr Dr. Schellhorn auch in der Praxis ein persönliches Bild macht und immer wieder bei uns und so auch heute, wir haben schon gehört, dabei ist. Danke fürs Dasein. Genau, und es ist so, dass jetzt mittlerweile schon 33 Gemeinden einen Agenda 21-Prozess gestartet und durchgeführt haben. Die 34. steht gerade in den Startlöchern. Und weil da unzählige Projekte entstehen und viele, viele Menschen hinter diesen Ideen stehen, ist die Agenda 21 Projektschmiede entstanden. Und darum sind wir heute auch da.
Es ist ein Lehrgang, die Agenda 21 Projektschmiede, die 9 Module umfasst und so einen inhaltlichen Bogen spannt von Projektmanagement, aber auch Persönlichkeitsentwicklung. Es dauert fast ein ganzes Jahr. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom 6. Lehrgang, die Sie letztes Jahr im Juni zum ersten Mal getroffen haben, sitzen jetzt da in der ersten Reihe und sind, glaube ich, schon in voller Vorfreude, weil sie heute ihre Projekte und das, was alles entstanden ist im letzten Jahr, präsentieren dürfen. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich sagen, leider sind wir nicht ganz vollzählig, weil die Bettina Gruber mit ihrem Projekt Tilia Stamm Naturverbunden wachsen wir heute in der Ausbildung zur Wildnispädagogin ist und derzeit noch im Wald. Und die Stefanie Lettner hat ihr Projekt Resilienz to go gleich mit auf Reisen genommen und ist mit dem Radl unterwegs im Süden von Europa. Sie denkt ganz fest an uns und wir an die beiden. Und wem die Projekte von den beiden auch noch, wenn die noch interessieren, es gibt die Broschüre Rückenwind, wo alle Projekte drinnen sind, ab morgen zum Download auf der Homepage von Agenda Salzburg 21. Agenda 21 Salzburg. Gut, dann würde ich sagen, es soll losgehen und Bühne frei für alle Projekte der Agenda 21 Projektschmiede. Ich hoffe, es wird ein spannender und inspirierender Abend. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, Stichwort war Bühne frei. Die Vortragenden des heutigen Abends sind Martina Berger und Martina Kogler, Julia Aufschneider, Haselsberger Christian und Nina Holstein, Höpflinger Maria,
Weiser Monika, Roland Stiegler, Martina Siller und Michel Rödel, Samadi Koulibaly. Ich würde sagen, wir beginnen. Ich bitte auf die Bühne Martina Berger und Martina Kogler. Ja, schönen guten Abend. Ihr seid bei den Mikros, genau, einfach runterziehen, wunderbar. An euch die Frage, was ist euer Thema und wer ist eure Zielgruppe? Ja, unser Thema Freiraum plus, unsere Zielgruppe alle. Wunderbar. Ihr seid bereit? Ja. Gut, dann los geht's. Ist dir deine Gesundheit wichtig? Ja, haben wir und auch alle Schlehdorferinnen und Schlehdorfer gesagt. Denn jeder weiß, Bewegung und Sport an der frischen Luft fördert das Wohlbefinden, hat positive Auswirkungen auf die Gesundheit und steigert somit die Lebensqualität. Schnell war also die Idee geboren, einen Outdoor-Fitness-Park für alle Generationen zu errichten. Am Anfang haben wir zwei Martinas uns die Frage gestellt, wie können wir einen Platz schaffen, wo alle zusammenkommen und gemeinsam sporteln und Spaß haben? Mit etwas Glück entsteht aus einer brennenden Frage eine zündende Idee. Das Zitat von Wolfgang Lörzer beschreibt den Ursprung und unsere Motivation für unser Projekt Freiraum Plus, was wir euch jetzt gern vorstellen möchten. Wir haben uns überlegt, was wollen wir damit erreichen? Was sind unsere Ziele? Wir wollen einen Ort der Begegnung und Bewegung schaffen, der ein generationenübergreifendes Freizeitangebot für Jung und Alt bietet. Dadurch fördern wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Gesundheit. Gleichzeitig wird Sport mit Spaß verbunden, weil wir was Neues, Kreatives bieten, was so in der Region noch nicht gibt. Und wen wollen wir jetzt damit konkret erreichen? Wie wir schon gesagt haben, alle. Vom Kind bis zum Senioren, den Hobbysportler, den Vereinsmensch, die frisch gebackene Mama, aber auch die Leute von den umliegenden Gemeinden, die vielleicht mit dem Radl vorbeifahren oder vorbeijoggen oder durch unsere schöne Dürfstücklamm wandern. Was bieten wir jetzt genau an? Wie sollte unser Freiraum Plus ausschauen? Unser Vizebürgermeister, der Harry, hat die Idee gehabt mit den Outdoor-Fitnessgeräten. Da haben wir uns gedacht, das müssen wir uns zuerst mal genauer anschauen. Also sind wir nach Gmunden zu so einer Anlage gefahren und haben uns beraten lassen. Besonders gefallen hat uns, dass das einfache Übungen sind, die ja jeder machen kann. Was uns auch überzeugt hat, das unaussprechliche Calisthenics, weil man dafür nur seinen Körper braucht und mit dem eigenen Gewicht trainiert. Für die, die nicht so sportlich aktiv sein wollen, aber trotzdem zusammenkommen wollen, können wir Spieltische, auf denen man zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht oder Schach zusammenspielen kann, anbieten. Was auch ein sehr beliebter Sportart ist und schon länger gewünscht wird in Schlehdorf, ist Basketball. Außerdem wollen wir Trampoline, Tischfußball, Tischtennis und eine Boulderwand anbieten. Wovon die konkrete Ausstattung von unserem Freiraum Plus abhängt, ist die Abstimmung mit den Bürgern. Deshalb haben wir am 30. März einen Infoabend veranstaltet. Wir wollen schließlich einen Platz errichten, der gut besucht und genutzt wird, der die Besucher gefällt und mit dem sie sich identifizieren können. Unser Konzept ist richtig gut angekommen. Genau. Es ist aber zum Beispiel auch rausgekommen, dass wir zu unseren Ideen auf jeden Fall nur einen Skaterpark dazu brauchen. Und eine Sanitäranlage. Und ein Stockbar. Und Sitzgelegenheiten zum Durchschnaufen. Kein Problem, das haben wir alles gleich mit aufgenommen ins Konzept. Weil Geld spielt keine Rolle. Na Spaß, natürlich spielt Geld für so kleine 1000-Einwohner-Gemeinde wie wir sind eine Riesenrolle. Deswegen haben wir auch eine Liederförderung beantragt. Für so ein Projekt braucht es neben einer guten Finanzierung auch starke Partner. Wir sitzen da auf die Schlehdorfer Vereine und die umliegenden Betriebe. Mit denen haben wir schon viel gute, vielversprechende Gespräche geführt. Einerseits unterstützen sie uns mit Sponsoring, aber auch bei den Ausführungen von den Bauarbeiten. Dazu haben wir nämlich einen Gemeinschaftstag geplant, wo die Schlehdorfer Vereine und Freiwillige zusammenhelfen und uns beim Aufbauen helfen. Weil alle ist klar, wir holen alle ab. Die Kinder, die Jugendlichen vom Sportverein und von der Landjugend, die Erwachsenen, aber auch die Senioren.
Der Gesundheitsverein kann sein bestehendes, gut angenommenes Programm erweitern. Er hat dann die Möglichkeit, dass er seine Kurse in der freien Natur abholt. Gibt's was Besseres? Der Kindergarten und die Volksschule, die sollen es auch gut nutzen können. Deswegen haben wir bereits mit den Volksschülern einen Zeichenwettbewerb gestartet, wie sie sich am Bewegungspark vorstellen und was ihnen wichtig ist. Was uns auch total wichtig ist, ist die Umwelt. Für unseren Freiraum Plus verwenden wir ausschließlich Materialien aus Storn und Holz. Zusätzlich schauen wir auch darauf, dass durch die richtige Bepflanzung und Begrünung ein Lebensraum für Insekten geschaffen wird und dass der Boden nicht zu viel belastet wird. Nachhaltig unterstützen können wir natürlich auch unsere Wirten, weil mit der ganzen Bewegung kommt auch der Hunger und der Durst. Und nach der eh so schwierigen Zeit freut sich einfach das ganze Gemeinschaftsleben von Schlehdorf. Es soll ein neuer Treffpunkt entstehen, wo Kurse, Bewerbe und Ferienprogramme stattfinden können. Der Bewegungspark kann das ganze Jahr über genutzt werden, und zwar von allen, weil wir unseren Freiraum Plus barrierefrei gestalten. Erreichbar sind wir über die Öffis mit dem Bus, für die Sportlichen zu Fuß um den Radl und für die, die es lieber wenn gemütlich angeben, gibt es auch einen Parkplatz direkt davor. Der wichtigste Grund, warum wir unser Projekt machen, wir wollen die Leute motivieren, sie zu bewegen. Weil mit den einfachen und sicheren Übungen stärkt man sein Herz-Kreislauf-System, die Muskulatur und das Gleichgewicht. Man entlastet Nacken und Rücken, weil die vom ständigen Sitzen im Auto und im Büro sowieso schon beleidigt sind. Das Wichtigste ist, wir wollen die Leute motivieren, sie in der Natur zu bewegen. Zum Schluss möchte man sagen, wir brennen für unsere Idee. Ein Ort der Bewegung und des Zusammenkommens für mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Beweglichkeit zu errichten, der Spiel, Sport und Spaß verbindet. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir euch in unserem Freiraum Plus sehen und gemeinsam sporteln und eine Gaudi haben. PS, wer unser Projekt weiterhin verfolgen will, der sieht und hört uns in die Regionalzeitungen und im Radio, das haben wir nämlich eh schon geschafft. Außerdem halten wir euch über Facebook, Instagram und die Gemeinde-Homepage auf dem Laufenden. Schaut's vorbei, wir freuen uns! Vielen Dank für den Vortrag. Als nächstes darf ich auf die Bühne Julia Aufschneider bitten. Ja, auch an dich die Frage, worum geht es in deinem Vortrag und wer ist deine Zielgruppe? Es geht eigentlich hauptsächlich um Frauen, die schöne Taschen kaufen wollen. Übrig, dass die Frage nach der Zielgruppe oder? Ja. Vielleicht gibt es auch einmal eine Männerkollektion. Ja. Sehr gut. Dann bist du bereit? Mhm. Wunderbar, dann los geht's.
Im Blaufeldstudio bekommen Textilien ein zweites Leben. Für mich Ehrensache und Herzenssache. Ich arbeite nach dem Prinzip des Upcyclings und setze ein klares Zeichen für den respektvollen Umgang mit der Natur und ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft. In meinem Studio in Hallein nehmen Stoffe aus recycelten Materialien mit viel Liebe für unseren Planeten anhand traditioneller Handwerkskunst neue Formen von Taschen an. Meine Geschichte beginnt am Blaufeld. Das Blaufeld ist mein Lieblingsort. Es verleiht mir Inspiration. Es schenkt mir Kraft. Hier ist meine Heimat. Hier sind meine Wurzeln. Wortwörtlich, denn das Blaufeld ist dort, wo ich herkomme. Es ist meine Lieblingswiese in den Tiroler Alpen. Natürlich, roh und frech und genau deshalb schön. Sie steht für sich, sie ist immer in Bewegung, immer in Flow. Sie hat ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Groove. Genauso wie meine Kreationen. Wie der Wind über das meeresgleiche Blaufeld gleitet und es in Bewegung setzt, schlagen auch sie gehörig Wellen. Das Blaufeld folgt seinen eigenen natürlichen Rhythmus. Alles ist miteinander verwoben, aber dennoch eigenständig. Auf und ab, mal viel, mal wenig. Bewege das Kleine und es bewegt sich das Ganze. Blaufeld spiegelt das Leben wider, denn Leben ist Bewegung. Die Unikate erzählen ihre eigene Geschichte, aus Farbverläufen und Materialzusammensetzung. Ich setze auf besondere Einzelstücke. Jede Tasche unterstreicht den individuellen Stil und die Persönlichkeit ihrer Besitzerin. Ich möchte dich im Inneren berühren und mit auf eine Reise nehmen, die einen Einblick in die Stimmung und Emotionen meines Designs geben. Für mich ist Mode viel mehr als eine bloße Hülle. Mode ist Identität, Ausdruck und Ursprung in einem. Blaufeld steht für nachhaltige, bewusste und wertschätzende Mode. Sie beschreibt den Wandel zu mehr Verantwortung und Respekt für Mensch und Umwelt und ein verändertes Bewusstsein gegenüber dem Produkt. Denn Slow Fashion steht buchstäblich für die Entschleunigung. Der Konsum soll verlangsamt werden und Kleidung länger im Kreislauf gehalten werden. Und so halte ich den Kreislauf in Bewegung auf eine ganz eigene Art. Move in your way. Wie entsteht eine Blaufeldtasche? Alles, was ich Schönes mache und woraus ich Schönes mache, mache ich aus Materialien und Stoffen, die ich wiederverwende und weiterdenke. Reststoffe und oder Alttextilien werden eingesammelt, bevor sie auf dem Müll entsorgt werden. So bekommen die Textilien ein zweites Leben. Unzählige Textilmeter werden heute wie damals von Hand geschnitten. So wie die Erinnerung an meine Oma auf der Ofenbank, als ich beim Schneiden und Aufwickeln zuschaute und mithalf. Die Streifen sind die Basis und der Beginn der Entstehung eines Einzelstückes. Jeder Streifen hat seine eigene individuelle Charakteristik. Jeder Stoff erzählt dabei seine eigene Geschichte und wird so wieder Teil von etwas Neuem. Mit großer Leidenschaft beginnt das ausgewählte Zusammennähen verschiedener Farben und Materialien und so entsteht das erste Ganze, der Knäuel, auf Tirolerisch der Knäuel. Auf alten Holzwebstühlen in der Teppichmanufaktur Weiß in der Getreidegasse werden diese dann von Hand gewebt. Eine Traditionsweberei in sechster Generation, die das alte Handwerk lebt und versteht.
Nun beginnt der letzte Handarbeitsschritt im Studio, bestehend aus Zusammennähen, Riemen befestigen, Prägen des Logos, Einnähen der Innentaschen und sonstigen Ausführungen und Detailarbeiten. Mit viel Liebe und Spaß wird im Blaufeldstudio alte Tradition neu entdeckt. So erzählen nicht nur die Stoffe ihre eigene Geschichte, sondern auch die Menschen, die mein Projekt unterstützen. So bekommen auch ältere Menschen und Menschen von sozialen Einrichtungen eine Chance, mitzuwirken und Teil eines Ganzen zu sein. Ich bin Julia Aufschneider, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin vom Blaufeldstudio. Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und Individualität ist meine Vision. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Vision umsetzen darf mit meinem Projekt. Und meine Taschen gibt es bald im eigenen Online-Shop und sie sind auch mittlerweile in ganz Österreich in einigen Shops vertreten, einen Shop in Deutschland und wie gesagt, bald im eigenen Online-Shop. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich mache einen kurzen Sprung zurück zu der eingangs erwähnten Regel 20 Folien, 20 Sekunden pro Thema. Das ist eine Regel, die natürlich erst durch ein bisschen Belastung getestet werden muss. Beim nächsten Vortrag haben wir zwei Themen in einem Thema, a 10 Folien, insgesamt 20 Folien pro 20 Sekunden. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen ein Biegen, aber das hält das Format noch aus. Ich darf auf die Bühne bitten, Haselberger Christian und Nina Holstein. Ich nehme an euch zweimal die Frage, was ist euer Thema und wer ist die Zielgruppe? Ich fasse das mal zusammen. Es geht bei uns um Räder, um Wasser und um unsere Heimat. Für Gäste und für uns Einheimische. Wunderbar. Ihr seid bereit? Ja. Dann los geht's. Unsere Heimat, der Wilde Kaiser, ist atemberaubend schön. 10.000 Einwohner wohnen in der Region. Etwa 500.000 Gäste begrüßen wir jährlich. Wir arbeiten täglich daran, Urlaub bei uns noch nachhaltiger zu gestalten und damit unser aller Lebens- und Urlaubsraum zu erhalten. Das Regiorad Elmau und das Wilde Kaiserwasser sind unsere zwei Projekte in der Projektschmiede für einen umweltverträglicheren Tourismus in unserer Region. Gäste und Einheimische und alle Menschen, die sich bei uns wohlfühlen, können so die Region mit allen Sinnen erleben, genießen und aktiv an der Erhaltung unseres wertvollen Lebensraums beitragen. 95% unserer Gäste reisen mit dem eigenen Auto an. Vor Ort bewegen sie sich zum Badesee und zur Bergbahn, ebenfalls mit dem eigenen Auto. Unsere Einheimischen fahren mit dem Auto zum Bäcker. Das birgt zahlreiche Probleme. Viel Verkehr, überlastete Parkplätze und verärgerte Gäste. Ich habe mir überlegt, wie kann ich dieser Entwicklung entgegenwirken? Wir alle kennen sie aus großen Städten. Leihräder
zu kostengünstigen Preisen für die kurzen Wege. Ich habe gedacht, warum soll das auch nicht auch für Elmau eine Lösung sein? Leihräder bieten Gästen eine echte Alternative für ihren Urlaub und Einheimischen ein Angebot für die kurzen Wege innerorts. Komfortabel, günstig, individuell und vor allem gut für unsere Erde. Der individuelle Pkw-Verkehr sinkt und die Lebens- und Aufenthaltsqualität im Dorf steigt. Das Angebot muss natürlich attraktiv sein für Gäste und Einheimische. Die Stationen sollen gut erreichbar sein, der Preis günstig und der operative Aufwand für uns möglichst gering. Und das Allerwichtigste, ich will keine Konkurrenz zu den örtlichen Radverleihern. In einem intensiven Prozess mit dem Verkehrsverbund Tirol und der Firma Nextbike aus Deutschland ist das Regiorad entstanden. Erste Standorte in Elmau und in der Stadt Kufstein sind Anfang Mai bereits an den Start gegangen. Eine Ausweitung auf weitere Gemeinden in ganz Tirol ist bereits in Planung. In Elmau waren ganz schnell 3 Stationen gefunden. Natürlich eine im Dorfzentrum und wie ich eben schon gesagt habe, der Badesee, in unserem Fall ein das Kaiserbad, das Spaß- und Erholungsbad für Groß und Klein und die Talstation der Hartkaiserbahn, Einstieg in die Elmauer Bergwelt. 20 Räder stehen bei uns im Dorf zur Verfügung. Die Ausleihe geht ganz einfach per App. Für Gäste und Einheimische ist die erste halbe Stunde gratis. Jede weitere halbe Stunde kostet nur 1 Euro. Der Gesamtpreis pro Tag ist maximal 9 Euro. Und das Tolle ist, in allen Partnergemeinden, aktuell Kufstein und Innsbruck, gelten für unsere Gäste und Einheimischen die gleichen Preise. Die Räder kann man nur an einer Station zurückgeben, weil das da will ich nicht haben bei uns im Dorf. Ein Servicepartner und wir sorgen für die gleichmäßige Verteilung der Räder und die Wartung. Für die Finanzierung konnte ich die Gemeinde Elmau und den Tourismusverband Wilder Kaiser gewinnen. Wir rechnen nicht mit großen Einnahmen. Unser Ziel ist erreicht, wenn die Räder rege genutzt werden und auch Einheimische für Alltagswege mal wieder das Rad benutzen. Und in der Pause, da gönne ich mir in Wilder Kaiser was. Weil wenn irgendetwas den Durst von der Radlerin Nina stillen kann, dann ist es wahrlich unser Wilder Kaiser Wasser. Wir wollen mit dem Projekt dem Wasser einen höheren Stellenwert geben und darüber möchte ich euch jetzt mal mehr erzählen. 17 Milliarden Plastikflaschen verbraucht allein Deutschland pro Jahr. Nur 9% davon werden recycelt. Um 1 Kilo Kunststoff zu produzieren, braucht man 100 Liter Wasser. Zudem braucht abgefülltes Wasser 600 Mal mehr CO2 als Leitungswasser. Bei uns gibt es Wasser in Hülle und Fülle. Aber als Beispiel, in Teilen Afrikas legen Frauen und Kinder täglich 64 Mal die Strecke von hier bis zum Mond zurück, um Trinkwasser zu bekommen. Treiben wir diese Selbstverständlichkeit also nicht vielleicht etwas zu sehr auf die Spitze? Wir sehen Wasser als wertvolles Gut und möchten es im Zuge dieses Projekts als hochwertiges Lebensmittel sichtbar machen. Dafür haben wir beispielsweise diese Wasserbotschafter gefunden, die in ihrem alltäglichen Tun Wasser als zentrales Element sehen. Das sind Gastronomen, Bademeister oder auch der Schnapsbrenner. Wasser ist Lebenselixier und Bestandteil ihres alltäglichen Tuns. Im Tourismus kann dieses Bewusstsein ein nachhaltiger Helfer für weniger Müll sein. Unsere Gäste sind es gewohnt, mit Wasser und Plastikflaschen mit Wasser in den Urlaub zu fahren. Und mit der richtigen Botschaft, bereits im Apartment beispielsweise oder auch beim Konsumieren in der Gastronomie, kann uns das gelingen, dass wir überall dort das Quellwasser des Kaisers sichtbar machen. Bei unseren Gästen schaffen wir so mehr Bewusstsein für das Wasser, zum Beispiel mit der SodaStream, Wilder Kaiser Edition oder auch bei jedem Brunnen, wo ein Trinkhaferl steht, zum Schluck nehmen. Stillos, aber selbstverständlich total stilvoll, genießt man das Wasser bei uns aus Wilder Kaiserwassergläsern. Die Gastronomen nehmen nämlich das Wilder Kaiserwasser auf die Karte und durch eine Riedel-Kooperation gibt es auch dann das stilvolle Glas noch mit dazu. Ein Tropfen Wasser braucht rund 20 Tage, bis es aus den Tiroler Alpen im Schwarzen Meer gelandet ist.
Wir können es schmecken, fühlen, hören, riechen und sehen. Mein Wunsch und meine Aufgabe beim Projekt Wilder Kaiserwasser ist es, dass das jeder tut, ganz bewusst. Das sind zwei unserer Herzensprojekte zum Erhalt unseres wertvollen Lebensraums am Wilden Kaiser. Wir freuen uns, wenn Sie Anklang finden und wir viele Menschen und Einheimische dazu bewegen, mit uns zu tun. Wir bleiben dran. Vielen Dank. Als nächstes darf ich auf die Bühne die Frau Höpflinger Maria bitten. Auch an dich die Frage, worum geht es in deinem Thema und wer ist deine Zielgruppe? Mit meinem Projekt möchte ich viel mehr Menschen zum Reden übers Älterwerden motivieren. Wunderbar. Bist du bereit? Ja. Dann geht's jetzt los. Reden übers Älterwerden. Das wollen wir alle vermeiden. Aber wenn man sich die Leute da anschaut, wie glücklich die reinschauen, dann kann man einfach auch was Positives drin sehen, dass man sich übers Älterwerden unterhält. Ob man nun auf die Pilgerreise geht oder ob man sich aber wieder mal mit liebe Leuten trifft oder ob man es einfach daheim gemütlich macht. Das soll sich ja jeder selber schauen, wie es ihm gut dabei geht. Für mich macht es Sinn, dass ich mich auch noch für andere Menschen einsetze. Darum engagiere ich mich bei Zeitpolster und habe in der Kirche eine Gruppe gegründet. Da unterstützen wir andere Menschen, also ältere Menschen und auch Familien. Zeitpolster ist ein ergänzendes Angebot im Bereich Betreuung. Jede Stunde, die wir bei Zeitpolster leisten, wird gut geschrieben und können wir später für eigene Betreuung einsetzen. Außerdem wird ein Solidarfonds angespart, den auch die Mitglieder später auch nützen können. Mir tut es einfach gut. Mir macht es einfach ein gutes Gefühl, wenn ich helfen kann. Und wenn ich später dafür auch noch, also für mich vorsorge, dass ich später dann auch Betreuung finde. Und wissenschaftlich ist ja inzwischen auch erwiesen, dass Helfen glücklich macht. Und
Und darum registriert euch und wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, dann freuen sich ältere Menschen und auch Kinder, wenn wer für sie da ist. Und eine Umfrage von Zeitposter hat ergeben, wer gut alt werden will, muss früher damit anfangen. Ja, ich bin jetzt ganz draus. Also ja, aus der Umfrage sind dann 8 Themen des Älterwerdens zusammengestellt worden, in sogenannte Impulsboxen. Die Impulsboxen haben mich dann inspiriert, dass ich gemeinsam mit dem katholischen Bildungswerk in Seekirchen am ersten Gesprächsnachmittag Reden über das Älterwerden organisiert habe. Vorher habe ich mir natürlich die Impulsboxen selber genau angeschaut und die Fragen und Antworten. Und die Impulsboxen eignen sich für ganz viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass einmal, wenn es in der Gemeindesitzung ums Älterwerden geht, konnten die auch eine gute Gelegenheit sein, dass man da gut drüber ins Gespräch kommt. Zum ersten Workshop Reden über das Älterwerden haben sie gleich 20 Leute angemeldet. Es scheint, dass das Reden über das Älterwerden wichtig ist. Und jeder von, also an die Tische mit 4 bis 5 Leuten, hat sich jeder Impulsbox mit einem Thema ausgesucht. Und also es also eins von den Themen, das eine große Rolle spielt, ist das Thema, wer wird für mich sorgen. Und aber da ist einfach auch so, dass eben, wenn man schon für Familienangehörige sorgt, muss man auch schauen, dass man auch noch für sich Grenzen setzen kann. Weil meine Generation hat Selbstfürsorge noch nicht gelernt. Und das war ein großes Thema bei dem Nachmittag. Und es ist auf rausgekommen, dass das Reden über das Älterwerden wichtig ist und dass die Impulsboxen mit den guten Fragen und mit den vielen Informationen eine gute Ergänzung für so ein Gespräch ist. Die Impulsboxen können um 12 Euro pro Stück bei Zeitposter bestellt werden. Aber für alle, die es vorher ausprobieren wollen, gibt es bei uns bei den Zeitpostergruppen zum Ausleihen. Also, dass ich da herumstehe, habe mit der Agenda Projektschmiede mit dem Lehrgang zu tun. ja. Danke an Deva, danke an die Referenten und danke an euch alle. Dass ich mir getraut habe. Und mir ist genauso gegangen, ja. Und ich hoffe, ich habe mein Ziel, das Reden über das Älterwerden zu mehr Leid zu bringen, für euch auch motivieren können, mehr über das Älterwerden reden. Danke.
vielen Dank für den Vortrag. Wir kommen mit dem nächsten Vortrag von einem zuvor bereits erwähnten Belasten der Regeln zu einem Sprung in ein anderes Regelformat. Es gibt seit der Pandemie, wie wir sie alle inzwischen in allen ihren Facetten kennen, und das Wort reicht, um sie zu beschreiben, gibt es aus dem Online-Format, es wurden ja auch sehr viele Bejaktas weltweit dann in den Online-Kosmos verlegt. Da gab es irgendwann einmal an verschiedensten Orten zeitgleich den Moment, wo die Leute gesagt haben, naja, 20 Folien, 20 Sekunden, auch das könnte man eigentlich noch einkochen auf vielleicht die Hälfte, 10 Folien, 20 Sekunden. Und nachdem wir heute auch einen Stream haben, der uns irgendwie auch in diesen Online-Kosmos hineinkatapultiert, gilt auch heute Abend für die folgenden zwei Vorträge dieses Format auch noch als ein gültiges und akzeptables Format. Ich darf auf die Bühne bitten, die Frau Weiser Monika, bitte. Augenblick, jetzt bin ich zu schnell gesprungen, so bitteschön. Auch an dich die Frage, worum geht es in deinem Thema und wer ist deine Zielgruppe? Ja, meine Zielgruppe sind eigentlich jung und alt und es geht um einen Lernacker im eigenen Ort. Sehr schön. Bist du bereit? Yes. Sehr gut, dann geht's jetzt los. Es gibt nur eine Erde, jedoch leben wir Menschen, als ob wir 10 Erden zur Verfügung hätten. In Österreich verbrauchen wir mit unserem derzeitigen Lebensstil 3,8 Erden nur in diesem Jahr. Am 6. April waren die natürlichen Ressourcen Österreichs bereits verbraucht. Wir belasten unseren Lebensraum und treten ihn mit Füßen. Immer besserer Ertrag, Schädlingsbekämpfung, Vergiftung, Verdichtung der Böden. Müllproduktion belastet unsere Umwelt. Wir haben den Rhythmus zur Natur verloren. Das Ergebnis von unserer Wirtschaftlichkeit: volle Regale im Supermarkt. Zu jeder Zeit muss alles verfügbar sein. Ob dieses gerade Saison hat, ist egal. Erdbeeren aus Marokko, ganz normal. Perfekt geformtes und auf Hochglanz poliertes Obst und Gemüse lässt sich besser verkaufen. Jedoch die Kehrseite: 40% der weltweit produzierten Nahrungsmittel werden nie gegessen. Sie entsprechen nicht der Norm. 1 Million Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle entstehen in Österreich jedes Jahr. Vieles landet in der Mülltonne, nicht am Teller. Dieser Vorgang ist für rund 10% des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Doch es gibt einen Lichtblick. All dies zuvor genannten Dinge sind schrecklich und traurig. Die große Frage nach dem Warum: warum sieht das der Mensch und tut doch so wenig dagegen? Wovor hat er Angst? Was hält ihn davon ab, etwas zu verändern? Und dann wird ein kleiner Same gesät. Eine Idee keimt auf, ein Projekt wird geboren. Mit viel Liebe und Unterstützung wird das junge Pflänzchen umsorgt. Die Idee nimmt Gestalt an und der Rahmen wird konkreter. Das Projekt Genussdorfs Lernacker Sprössling soll in unserer kleinen Gemeinde im Flachgau gedeihen. In der Findung einer Fläche, die dauerhaft gepachtet wird, soll ein biodiverser Acker mit einer Streuobstwiese angelegt werden. Gemeinsam wollen wir den Jahreskreislauf erleben und spüren, dass alles seine Zeit hat. In der Entstehung unseres Ackers wollen wir den Boden wieder gesunden lassen und dafür sorgen, dass sich der Regenwurm wieder richtig heimisch fühlt. Wir wollen einen Begegnungsraum schaffen, wo jung und alt voneinander lernen kann, die Gemeinschaft stärkt und im Rhythmus der Natur sich jeder wohlfühlt. Das Ziel ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu lernen, zu entdecken, wie wertvoll unser Boden und unsere Nahrung ist. Das Wachstum und Gedeihen unseres Gemüses und Obstes zu beobachten. Daher streben wir eine Kooperation mit Kindergarten, Schule und Jugendzentrum an. Mit diesem Ziel wollen wir dem "Warum niemand etwas tut" entgegenwirken und einen Stein ins Rollen bringen, zum Nachdenken anregen und so ein Stück für eine wertschätzendere Zukunft beitragen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus.
vielen lieben Dank. Als Nächsten darf ich Roland Stiegler auf der Bühne begrüßen. Auch an dich die Frage, worum geht es in deinem Thema und wer ist deine Zielgruppe? Also die Zielgruppe sind Männer im mittleren Alter, wenn möglich nur vorm Burnout. Und das Thema ist Almauszeit. Wunderbar. Du bist bereit? Ja. Gut. Dann geht's jetzt los. Ach, na, geh nicht schon wieder aufstehen. Ist schon wieder 6, was? Ach Gott, nochmal. Jetzt war gerade Wochenende. Was ist heute Montag? Ich bin noch nicht einmal ausgeschlafen und es geht schon wieder los. Was habe ich? Termine? Den ganzen Tag. Und am Abend auch noch. Und Eltern ab. Nein, Gottes Willen. Und Stau auch noch. Also bitte, muss das sein? Muss ich schnell nachrufen? Okay, Entschuldigung. Simone, du, ich komm ein bisschen später. Also kannst du den einen Termin noch ein wenig verschieben und das für den Chef? Nein, das geht sich halt nicht aus. Was? Das muss? Okay, ja, gut, bin schon da, gell? So, was haben wir am Kalender? Ist das wirklich jeden Tag? Man ruft die, die hat schon dreimal angerufen. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Kennt ihr das auch? Die ganze Woche geht es dahin, am Wochenende eine Veranstaltung und dann ist Corona nicht einmal vorbei, fängt der an Krieg. Ich weiß nicht, haben wir es nicht irgendwie was verpasst oder konnte man das nicht besser machen? Da lebt man dahin bis zur Pension, vielleicht wird es dann nochmal besser. Oder da lebt man es überhaupt. Also ich glaube, da muss doch noch irgendwas anderes geben. Irgendwie einmal, was war, wenn ich nicht da war? Oder wenn ich ein halbes Jahr weg bin? Steht dann die Welt? Geht's unter? Glaube ich gar nicht. Ich habe mir schon oft überlegt, mit den Öffis fahren oder mit einem Roller oder mit einem Radl. Gibt es ja alles schon die Möglichkeiten, gell? Aber da so, da möchte ich leben. Wie vor 100 Jahren vielleicht. Kein Instagram, kein Facebook, kein Twitter, nicht einmal Handyempfang, kein WLAN. Ein paar Tage halt wenigstens. Da mit Leuten gesellig beieinander sitzen. Was essen, was trinken, auf den Berg gehen, Bergseine hupfen. Saukalt ist, aber man spürt sich auf einmal. Und man weiß vielleicht, dass man ein bisschen ein paar Sachen weniger macht und dafür viel mehr Leben hat auf einmal. Sein Kompass neu ausrichten, mit der Natur ein bisschen horchen, die Vögel pfeifen, der Wind, man hört am Bach und sonst nichts. Ruhig ist. Man spürt sein Herzerl vielleicht, trifft einen Jäger oder Sennerin. Und dann, wenn man vielleicht einmal auf dem Gipfel gewesen ist und oben schaut und wieder ins Tal kommt, steht man wieder ein bisschen mehr im Fokus oder findet seinen Fokus und sagt sich, nein, bei dem Verein, da muss ich nicht mehr dabei sein. Und 100% muss ich auch nicht mehr geben. Ich suche jetzt, hey, wie lange lebe ich? Kann man morgen ein Auto zusammenfahren oder ein Klavier auf den Kopf fallen? Ich möchte meine Freiheit. Und ja, das gibt es. Man kann 4 Tage auf die Alm fahren oder so lange man will. Gangert mit mir. Vielleicht heuer noch, Michi. Sonst nächstes Jahr. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch. Thank you.
Vielen Dank. Als nächste Vortragende darf ich Martina Siller und Michel Rödel auf die Bühne bitten. Gut, auch an euch die Frage, worum geht es in eurem Thema und wer ist eure Zielgruppe? Darf ich beantworten? Es geht um Menschen, es geht um Begegnung, es geht um Draußensein, es geht um Spaß und Freude haben. Und die Zielgruppen sind alle jene, denen Funktionieren im Leben zu wenig ist. Wunderbar. Ja, vielleicht ein Stück nach rechts von der Bühne aus gesehen, von unten nach links, dann steht man nicht in den Folien. Genau, das ist wunderbar. Wunderbar, super. So, ihr seid bereit? Ja. Super, dann geht's los. Nun mal ehrlich, wie geht's dir gerade? Wie war dein Tag? Horch einmal in dich hinein. Was sagt der Kopf? Was sagt der Bauch? Was sagt das Herz? Hast du heute schon gelebt? Was bedeutet Leben eigentlich? Vieles zehrt an den Nerven. Aufeinander zugehen ist in der Pandemiezeit schwieriger geworden. Ist Menschen noch in? Wo bleibt das Spüren und das Miteinander? Läufst du schon am Limit? Im Hamsterrad? Alles dreht sich oder vielleicht doch nicht? Vieles läuft unrhythmisch und planlos. Wir sind gefangen im Alltag und sehen oft keinen Ausweg. Oder geht es dir wie auf der Autobahn, im Autopilotmodus? Muster laufen unbewusst ab. Irgendwie ist man nicht bei sich selbst. Geschwind, schnell, mit Tempo, mit Vollgas unterwegs. Was ist eigentlich mit den eigenen Bedürfnissen? Spürst du dich noch oder spürst du Ohnmacht? Willkommen auf der WLAN-Party. Unglaublich, was die Handys und sozialen Medien für einen Stellenwert eingenommen haben. Wo bleibt der Kontakt miteinander? Wo bleibt der Kontakt zu sich selbst? Geht es nicht darum, Beziehung zu spüren? Die letzten Jahre sind geprägt von handfesten Krisen. Es gibt nur mehr schwarz oder weiß, links oder rechts, gut oder schlecht. Richtig oder falsch, impfen oder nicht impfen. Risse gehen quer durch Familien und unsere Liebsten, die bleiben auf der Strecke. Und dann? Was ist dann? Dann ist der Akku leer. Der Rucksack, den wir tragen, wird schwerer und schwerer. Du wachst am Morgen in der Früh auf und kannst nicht mehr einschlafen, bist unzufrieden, zuhören fällt schwer. Das kann es doch nicht sein. Da braucht jetzt doch was anderes. Ein Schaudern, Gänsehaut, ein Gefühl nach Sehnsucht. Sehnsucht nach Auszeit, Auszeit für die Seele. Lass den Blick in die Ferne schweifen, wie hier am Meer. Wie fühlt sich das an? Möchtest du auch gerne dort sein? Lass es auf dich wirken, genieße. Es braucht Auszeit. Auszeit, um Zeit für dich selber zu haben, um klar zu sein, in Balance zu kommen, Kapitän des eigenen Lebens zu werden. Es darf so richtig prickeln und sprudeln. Das inspiriert mich einfach, dieses Bild. Und ich glaube, da geht es einigen so. Es geht nämlich um Momente, die unter die Haut gehen und um ungeteilte Aufmerksamkeit. Ist es nicht cool, das zu sehen? Rausgehen, einspüren, da sein, die Kraft der Natur spüren und genießen. Das fördert achtsame Begegnungen und Vertrauen. Es geht um das Miteinander und darum, Freunde zu finden und Freude zu haben und in kurzer Zeit in ganz tiefen Kontakt zu kommen. Quasi angstfrei, aufgehoben und angekommen. Wünscht sich das nicht jeder von uns? Ja, genießen ist angesagt. Genießen, ernten, spüren und leben. Auch Selbstfürsorge, Wohlwollen und Zufriedenheit. Erleben. Ist es nicht schön, so zufriedene Gesichter zu sehen und so ein Lächeln?
Wir haben ein paar unserer Mitglieder, unserer Teilhaber, bei Herzenshöhe gefragt, wie es ihnen denn so geht bei unseren Vereinstreffen, was sie dort finden, warum sie kommen, und haben das auch auf Videos festgehalten. Echt spannend. Doch heute nutzen wir gerne die Gelegenheit für ein paar persönliche Eindrücke. Hallo Thomas. Ja, für mich ist Herzenshöhe sozialer Raum, wo ich mich eigentlich sehr angstfrei bewegen kann, wo ich die Themen hinlegen kann, die mich als Mensch eigentlich so bewegen und beschäftigen und wo ich darauf vertrauen kann, dass ich mit der Unterstützung der anderen daran wachsen kann. Stell dir vor, du begegnest einem Menschen, den du noch nie gesehen hast. Du erzählst ihm deine Geschichte. Er hört dir aufmerksam zu, legt seine Bilder daneben und es entsteht eine völlig neue Geschichte. Das ist Miteinander wachsen auf Herzenshöhe. Ja, wir kennen uns ja schon länger. Es sind nicht nur Unbekannte, immer mehr kommen mehrmals und mehrmals. Und was finde ich bei Herzenshöhe? Ich freue mich jedes Mal darauf. Bei den Vereinstreffen entstehen so viele achtsame Momente mit Freunden, so wertschätzende Gespräche. Und es ist ein ganz besonderes Gefühl. Ich komme dort zur Ruhe, von der Hektik in die Ruhe. Es entsteht ein Lächeln und es tut richtig gut. Warum erzählen wir dir das? Herzenshöhe ist Auszeit für die Seele. Es entlastet dich, es ist erwartungsfrei, es ist bedingungslos. Und du kannst authentisch so sein, so wie du eben bist. Ja, worum geht es? Es geht darum, einen bedeutenden Schritt zu sich selber zu machen. Der Zeit, die nötige Zeit zu geben und das auch auszuhalten. Es geht um Berühren und es geht um berührende Momente. Was für ein tiefes, befreiendes Gefühl. Wie findest du uns? Was machen wir? Ja, wir treffen uns 4-mal im Jahr an unterschiedlichsten Plätzen, meistens auch mit viel Naturbezug, tauschen Themen aus, die uns gerade wichtig sind und die uns gerade auf der Leber liegen, könnte man sagen, um einen Schritt weiter zu kommen. Und das hilft uns, gemeinsam an den Herausforderungen zu wachsen. Und? Neugierig geworden? Wenn ja, dann komm doch einfach mal dazu. Wir freuen uns. Jeder ist willkommen. Das ist unser Kontakt. Und wie gesagt, probier es aus. Wir freuen uns. Danke. Danke fürs Dabeisein.
Vielen Dank für den Vortrag. Als abschließende Vortragende darf ich Frau Samadi Koulibaly auf die Bühne bitten. Auch an dich die Frage, worum geht es in deinem Vortrag und wer ist deine Zielgruppe? Mein Projekt heißt Salzburg tanzt, also es geht eindeutig um Tanzen und richtet sich an alle Menschen, die trotzdem Ja zum Leben sagen. Wunderbar. Du bist bereit? Ja, bin gut. Bereit. Dann geht's jetzt los. Ja, Tanzen löst wahrscheinlich bei jedem von uns ganz was anderes aus. Ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen das positiv erleben und sich freuen und schöne Erfahrungen haben. Und manche vielleicht da im Raum sagen, na, nichts für mich, kann das nicht oder so. Oder jemand glaubt vielleicht, er hat kein Rhythmusgefühl. Manche haben Angst, auch sie zu blamieren. Und manche glauben vielleicht, das ist nur was Talentierte, man muss was hart trainieren, bestimmte Bewegungen erlernen und dass man das einfach, dass man nicht geeignet ist fürs Tanzen. Und andere wiederum, ja, die für dieses auch auspowern. Und vielleicht kann sich jemand da erinnern an die erste durchtanzte Disco-Nacht mit Tinnitus danach vielleicht. Jedenfalls bei Salzburg tanzt kann man so Vorstellungen, die einem Angst machen oder Sorgen, einfach mal beiseite legen. Salzburg tanzt hat ganz andere Wurzeln, eine ganz andere Idee. Orientiert sich wirklich an den natürlichen Rhythmen der Erde und am Menschen. Selbst unser Universum tanzt. Musik und Tanz ist eine universelle Sprache. Selbst die Götter kann man mit dem Tanz und mit Musik besänftigen. Und wenn wir den Geist des Waldes herbeitanzen, machen wir uns bewusst, dass alles miteinander verbunden ist, fest in der Erde verwurzelt und offen für den Himmel. Salzburg tanzt möchte uns genau zu dieser Natürlichkeit von der Bewegung, also dort wieder hinbringen, damit der Körper wieder in Bewegung kommt, die von innen heraus entsteht. Salzburg tanzt möchte beleben, wie wir das schon so wunderbar gehört haben, jetzt, wann Musik kommt, wie neues Leben reinkommt. Der Körper wird beweglicher, Salzburg tanzt möchte befreien, Verspannungen, Panzerungen fließen ab, neue Ausdrucksmöglichkeiten entstehen. Und Salzburg tanzt möchte verbinden mit uns selbst, mit unserem Körper, mit den Gefühlen und mit den Mitmenschen. Eine Salzburg-Tanzeinheit beginnt immer so, dass es eine kurze Einführung gibt, eine kurze theoretische Erklärung. Jeder Tanz wird dann erklärt und vorgezeigt und jeder findet selbst seinen Ausdruck, ohne richtig oder falsch. Jeder Tanz hat Sinn. Jede Musik macht was mit uns. Sobald wir ein Musikstück hören, löst es einen totalen Impuls aus, entweder zur Bewegung, zur Freude, zur Leichtigkeit, zur Freiheit. Wir tanzen aber auch mit erdigen Rhythmen, das heißt, wo wir dann ganz zentriert sind. Die bringen uns ganz in den Augenblick. Ja, und bei südamerikanischen Klängen, dann geht sowieso jedem das Herz auf. Wir tanzen in unterschiedlichen Formationen. Und manchmal tanzen wir im großen Kreis und das steht für ein gleichwertiges Miteinander der Menschheit. Es gibt ruhige Klänge, die führen uns nach innen, in die Ruhe, in die Harmonie. Und durch diese Langsamkeit verfeinert sich die Wahrnehmung und unsere Empfindsamkeit. Jetzt wird es genau für dich interessant, denn Salzburg tanzt wirkt wunderbar positiv, wenn man es selbst macht und regelmäßig einmal in der Woche wäre so diese Dosis die empfohlene. Es gibt jetzt gleich die gute Nachricht, es gibt laufend Veranstaltungen, wo du einfach dazukommen kannst und gleichzeitig kannst du Salzburg tanzt einladen. Das kann eine kleine Gruppe von Freunden sein oder es ist ein Unternehmen, eine Institution, ein Verein. Ja, dann lade Salzburg tanzt ganz einfach gleich ein.
Du kannst dich gerne für den Newsletter anmelden, damit du am Laufenden bleibst und über aktuelle Veranstaltungen gleich informiert bist. Salzburg Tanzt will Sonnenstrahlen in dein Leben bringen. In jeder Stadt, in jedem Ort, in jeder Gemeinde gibt es bestimmt jemanden, der gerne auch solche Kurse anbieten möchte, damit wirklich Salzburg tanzt. Deswegen gibt es ab Herbst eine Ausbildung. Und zum Abschluss gibt es jetzt noch ein Gedicht mit dem Titel Warum wir tanzen. Viele Menschen sehen innen traurig aus. Im Außen ertönt immer noch Applaus. Manche sind nur noch im Kopf zu Haus. Sie planen und grübeln, während ihre eigene Melodie kaum noch erklingt. Haben sie vergessen, wozu das Leben sie einst bestimmt? Sie hetzen weiter hin und her, wer wohl wichtiger wäre, nehmen das Leben und sich selbst zu schwer. Das Innere bleibt leer. Plötzlich Musik erklingt. Erst ein Ton, ein heller Klang, ein Lied, ein Beat. Der erste Mensch blickt auf, beschwingt. Etwas in ihm beginnt sich zu regen. Der Körper fängt an zu beben. Er beginnt endlich wieder sich frei zu bewegen. Und das Leben wird wieder ein Segen. Der Nächste reicht ihm nun die Hand. Und bald schon, das sehen wir im ganzen Land, tanzen alle Menschen Hand in Hand. Vielen lieben Dank für den Vortrag. Ich glaube, das ist auch eine Neuigkeit gewesen, dass wir so viele tanzende Menschen wieder auf der Bühne haben. Sehr schön, so etwas in solchen Zeiten wieder zu sehen. Sehr überraschend auch. Man ist es nicht mehr gewohnt, aber es ist sehr erfüllend. Ich darf als Nächstes den Herrn Dr. Heinrich Schellhorn für seinen Beitrag und auch die Frau Eva Kellner bitten, auf die Bühne zu kommen. Noch einmal einen Solotanz abzulegen. Hat schon gut ausgeschaut. Ja, Herr Dr. Schellhorn, ich glaube, so oft kommt es auch nicht vor, dass Sie auf einer Veranstaltung sind und dann gleich gemeinsam getanzt wird. Nein, nur sonst auf Bällen, aber das sind jetzt auch 2 Jahre lang ausgefallen. Also ich habe das Tanzen leider schon fast verlernt. Aber das kann man nicht verlernen, oder? Nein, sicher nicht. Oder? Kann man nicht verlernen.
genau. Und im Herbst sogar eine Ausbildung, wie wir gehört haben. Ja, genau. Ja, sie sind ja jetzt im Publikum gesessen und haben, glaube ich, auch ganz gespannt zugehört, welche Ideen da entstanden sind. Erstens einmal herzlichen Glückwunsch an alle für die Präsentation, weil ich kann mir schon vorstellen, das ist gar nicht so leicht, da heraufzugehen und präsentieren zu müssen oder zu dürfen. Also toi, 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 ihr habt das wirklich super gemacht. Ich bin immer fasziniert, wie viele verschiedene Ideen da entstehen in dieser Projektschmiede und diese Ideen ja dann auch Wirklichkeit werden und dann auch umgesetzt werden und wie viel auch dann Elan und Durchhaltevermögen dann auch im Umsetzen da dann gezeigt wird. Also ja, was mir besonders aufgefallen ist, ich bin ja auch für Soziales zuständig, ja, schon, man spürt so stark das Bedürfnis nach Gemeinschaft, gell? Und das habe ich, das ist überhaupt mein Eindruck, dass nach 2 Jahren Pandemie, wo irgendwie, Sie haben das eh gesagt, die Gesellschaft ein bisschen auseinandergedriftet ist und die Konflikte hineingetragen wurden in Familien, in Vereinen, in die Politik hineingetragen wurden, dass jetzt ein großes Bedürfnis da ist, wieder, dass wir wieder Gemeinschaft kreieren, gemeinsam Gemeinschaft kreieren. Und da sind jetzt ja sehr viele Projekte, waren jetzt genau in diesem Sinne. Und ich glaube, das braucht die Gesellschaft ganz, ganz dringend. Und deswegen bin ich so froh, dass da so viele Ideen so in diese Richtung entstanden sind. Ja, Sie unterstützen ja mit Ihrem Ressort Agenda 21 und die Projektschmiede. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil, warum Ihnen die Unterstützung so wichtig ist. Oder was ist da noch so wichtig für Sie? Das ist genau das, weil mit diesen Agenda 21-Prozessen oder mit der Projektschmiede einfach Potenziale gehoben werden. Ja? Also Menschen entdecken selber ihre eigenen Potenziale oder die Potenziale von Gemeinschaften auch. Und das ermöglicht eben Agenda 21. Ja? Das schafft die Instrumente dafür und schafft auch die Bühne dafür. Und mir ist das ganz, ganz wichtig, deswegen unterstütze ich das auch gern aus unserem Budget. Und das zahlen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Genau, kommt letztendlich wieder allen uns zugute. Ja, also das fließt sozusagen wieder zurück zu euch. Ne? Ja, und ich glaube, in diesem Rahmen ist es jetzt einfach ein würdiger Abschluss von der ganzen Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Ich glaube, man hat es gemerkt in den Präsentationen, wie viel Arbeit da dahinter steckt, dass oft mal auch ein Down gibt, wenn einmal was nicht so läuft in der Projektentstehung. Und bis man dann da auf der Bühne präsentieren kann, ist es doch manchmal ganz ein anstrengender Weg unter Umständen. Und umso mehr und umso schöner ist dann, wenn man es dann feiern kann. Und in diesem Sinne darf der Herr Dr. Schellhorn jetzt die Zertifikate überreichen. Ich werde euch aufrufen und dann kommt ihr einfach da rein noch auf die Bühne. Martina Berger ist die Erste. Martina. Und die Martina Kogler. Dann darf die Julia Aufschneider schon sie bereit machen. Die Nina Holstein. Und der Christian Haselsberger. Die Maria Höpflinger. Die Moni Weiser. Roland Stiegler. Martina Siller. Michel Rödel und die Samari Koulibaly.
Ja, liebes Publikum im Saal und zu Hause, das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Agenda 21 Projektschmiede. Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Ich danke vielmals für alle Vorträge und für den sehr beschwinglichen Abend. Es bleibt mir übrig zu danken. Ich glaube, man hat aus allen Vorträgen und ich speziell aus meiner Rolle heute heraus bemerkt, es ist in den letzten Jahren sind vor allen Dingen die Selbstverständlichkeiten flöten gegangen. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad und im guten Sinne kann man diese auch flöten lassen. Und somit möchte ich völlig unselbstverständlichen Dank aussprechen. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn, Verzeihung, für die nicht selbstverständliche Anwesenheit. Vielen lieben Dank der Technik und dem FS1-Team für die überhaupt nicht selbstverständliche Arbeit. Vielen lieben Dank allen Vortragenden für die nicht selbstverständliche Arbeit und Motivation, die sie mitgebracht haben. Danke, Eva Kellner von der Agenda 21, auch nicht selbstverständlich. Auch nicht selbstverständlichen Dank meinen sehr verehrten Musikerkollegen auf der Bühne und vor allen Dingen auch ein sehr herzliches Danke für die nicht selbstverständliche Aufmerksamkeit an den Menschen hier im Raum und auch an die Menschen im Stream. Und ich darf Sie jetzt endlich nach sehr vielen Jahren gefühlte 15, nach Monaten der Pandemie dazu einladen, unseren geliebten zweiten Teil der Pechakcha Night zu genießen, und zwar das gemeinsame Miteinander, sich vernetzen, sich verbinden und im Nachhinein noch oben im Beisel, hier unten, wo Sie möchten, gemeinsam über die Projekte, über den Abend nochmal alles zu sprechen und Revue passieren zu lassen. Ich verabschiede mich mit der Ankündigung der nächsten Pechakcha Nights. Diese sind im Rahmen der Kulturstrategie Salzburg, und zwar in diesem Zug, also es gibt ja von der Stadt Salzburg im Zuge der Kulturstrategie auch eigene Pechakcha Nights, ist ein bisschen kompliziert. Da gibt es die Volume 8 und Volume 9 am 23.06. im Jazzit und am 30.06. im Volksgarten. Und wir machen weiter in der AGE Kultur mit unseren üblichen Pechakchas und da mit der Volume 54 und 55 am 22.10.2022. und am 15.12.2022. Ein Datum, an das ich klimatisch noch überhaupt nicht denken möchte heute. Noch einmal herzlichste Grüße von der Kommunikationsagentur, die ich heute vertrete. In diesem Fall meine Eltern, Bernhard Jeni und Christina Colombo. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und ich glaube, wir spielen noch eins, oder? Eins geht noch. Auf Wiedersehen. Dankeschön fürs Zuhören. Thank you.
Thank you.